Ihr wollt schon immer gerne für unser Land beten, ihr tut es vielleicht schon. Ich lade euch ein, mit uns zu beten entlang dieses ehemaligen Todesstreifen, um dort Gottes Liebe, Gottes Versöhnung und Gottes Herrlichkeit und seine ganze Freundlichkeit dort betend unter die Menschen zu bringen. Gemeinsam unterwegs zu sein, zu wandern und gemeinsam für unser Land zu beten. Gott hat Wunder gemacht unter uns. Er hat das Wunder der Einheit geschenkt. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen uns war, unser Land getrennt hat. Aber wir wollen dafür beten, dass diese Grenze auch in den Herzen und in den Köpfen der Menschen noch mehr fallen kann und dass Versöhnung stattfinden kann, unser Land heil wird. Eine Sache, die uns sehr, sehr wichtig ist, gerade weil wir auch die ehemalige Grenze laufen, ist diese Einheit im ganzen Land zu sehen. Und ich freue mich darauf, was Gott einfach vorhat, gerade während dieser Gebetswanderung. Weil wir werden laufen und beten, aber was wirklich passiert ist, dass Gott mit uns läuft und dass er durch die Worte, die wir sprechen, Wunder tun wird. Und du kannst mit dabei sein und kannst erleben, wie durch dein Gebet etwas verändert wird in Deutschland. Ich bin begeistert von der Idee einer Gebetswanderung entlang der deutschen Grenze. Und ich lade jeden ein, das einmal zu erfahren, was es bedeutet, unterwegs zu sein und dann mit Gott unterwegs zu sein und das zu beten, was einem dann plötzlich über alle Sinne auffällt und was man dann plötzlich im Herzen spürt, was hier an einer bestimmten Stelle wichtig ist.